Ich werde jetzt erstmal zwei Bücher aufbauen. Das eine ist von Rainer Dirgel. Das ist der zuletzt erschienene Roman. Und das zweite Buch, das ich aufbaue, ist von Alfred Döblin. Das ist nicht Berlin-Alexanderplatz, sondern Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende. Die Reihe, mit der wir jetzt beginnen, die Mosse Lectures dieses Semesters, heißt Literarische Nachbarschaften. Und das könnte auf den ersten Blick und beim ersten Hören etwas missverständlich sein, wenn man sich nämlich den Begriff Nachbar zu freundlich vorstellt. Der Nachbar ist nicht immer der Freund. Sie kennen vielleicht die Geschichten von Kafka, in denen Nachbarn durchaus unergründliche, auch unheimliche Wesen sein können. Und die Idee dieser Reihe ist durchaus die, das gesamte Spektrum des Begriffs Nachbarschaft und des Angrenzens von Autoren an andere Autoren zur Sprache zu bringen. Also sonst hätten wir das auch Vorbilder zum Beispiel nennen können. Die Vorbildfunktion von Autoren ist aber nur eine der möglichen Beziehungen, in die ein zum Beispiel heranwachsender Autor zu einem Autor treten kann, den er liest. Das ist der Ausgangspunkt unserer Fragestellung gewesen. Autoren sind in der Regel, ehe sie Autoren werden, Leser von Literatur, und sie schaffen sich gewissermaßen in der Weltliteratur ihren eigenen Atlas, ihr eigenes Relief, und sie suchen sich ihre Nachbarschaften, und Autorschaften entstehen gewissermaßen durch Besiedelungen. Und diese Besiedelungen nachzuverfolgen, mit denen Autoren sich selber gewissermaßen ihre Nachbarschaft erzeugen, sich reiben und gelegentlich auch etwas von der Unheimlichkeit vielleicht spüren, die man aus den Geschichten der Nachbarn kennt, ist ein Ziel dieser Vorlesungsreihe, die mehrere Autoren hintereinander Ihnen präsentieren wird. Heute eben Rainer Dirgel. Sie sehen hier seinen zuletzt erschienenen Roman, Nichts von euch auf Erden. Und schon in zwei Wochen wird hier zu Gast sein Wladimir Sorokin, den Sie als einen der bedeutendsten zeitgenössischen russischen Autoren kennen. Zuletzt erschienen ist hier von ihm auf Deutsch der Roman Der Schneesturm. Und um den wird es unter anderem auch in zwei Wochen am 13. November gehen. Dann kommt Brigitte Kronauer zu uns, und sie hat ja einen ganzen Band veröffentlicht, der den Titel Favoriten trägt, in dem Essays sind. Sie ist eine der Autorinnen, in denen das Definieren von Grenzen und das Spielen mit Nachbarschaften zum literarischen Werk von Anfang an dazu gehört. Dann aus Irland Colm Teubin, dessen Bücher hier in Deutschland sozusagen noch nicht so ganz den Sprung zum großen Publikum geschafft haben. Er ist aber ein Autor, der nicht nur in Irland selber, sondern in der gesamten angelsächsischen Welt hohes Ansehen genießt. Und auch er ist jemand, der sich gewissermaßen Nachbarschaften sucht, die er dann in seinen eigenen Romanen ausgestaltet, etwa in dem Roman Brooklyn, wo er eigentlich so etwas wie ein Jane Austen-Modell durchdekliniert in einer Emigrations- und Einwanderungsgeschichte. Und schließlich Zeruya Shalev aus Jerusalem. Und damit rundet sich das ab. Die gesamte Reihe, glaube ich, wird Ihnen diesen Begriff der Nachbarschaften dann sozusagen von innen und aus der Innenansicht der Autoren aufschließen. Meine Aufgabe ist es jetzt, Ihnen Reinhard Dirgel kurz zumindest vorzustellen. Ich tue das gern. Er ist 1953 in Ostberlin geboren, aufgewachsen in der Altmark, und in seiner Geburtsstadt war Elektromechaniker, war langjähriger Beleuchtungstechniker an der Berliner Volksbühne. Ich kenne einen Text von Ihnen, wo Sie beschreiben, wie in der Nacht des Mauerfalls, ich glaube, Tschechows drei Schwestern gegeben werden und alle immer sagen, nach Moskau. Aber die Leute gehen gar nicht nach Moskau, sie gehen nach West-Berlin, und es wird immer leerer in der Pause, während Sie da an den Beleuchtungsapparaturen arbeiten.
die Romane, die Sie dann veröffentlicht haben in den Jahren nach 1989, denn zuvor waren Sie jemand, der sehr viel für die Schublade geschrieben hat, könnte man zusammenfassen, Deutschland eine Schauergeschichte. Denn durch diese Romane geistern die Toten der beiden Weltkriege und der Konzentrationslager, hasten die deutschen Vertriebenen aus Böhmen und hin nach Sachsen-Anhalt und nähern sich DDR-Bürger der stacheldrahtbewehrten Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, bis die Mauer dann am November 1989 fällt. Und immer wieder gerät die Natur in Stürmen und in Überflutungen, in Ekstase, und behaupten sich diese Figuren nicht nur gegenüber der Geschichte, sondern auch gegenüber den Naturgewalten, in denen sie sich gelegentlich zu spiegeln scheint. Und das tut sie bei Reinhard Jirgel in einer Sprache, wie sie zurzeit kein anderer deutscher Gegenwartsautor schreibt. Um diese Sprache und ihre Herkunft wird es heute Abend gehen. Eine der etwas weiter zurückliegenden Quellen ist vielleicht der deutsche Barock, also Grimmelshausens Abenteuerlich Simplicissimus Deutsch, Alfred Döblin, der in den 1920er Jahren die Brücke schlug gewissermaßen vom Expressionismus mit seinen Wallenstein-Romanen in die Zeit des Barock, in die Epoche Grimmelshausens, von einer Kriegs- und Nachkriegslandschaft und Zeit in die andere. Döblin, der das Epos der Deutschen Revolution schrieb, ohne damit ein Echo zu finden, November 1918, im Blick auf ihre Stoffe wie auf ihre Sprache, führt die Linie von Grimmelshausen zu über Alfred Döblin in die Richtung der Romanwelt Reinhard Jirgels. Er hat sich für den heutigen Abend zum Thema genommen, Alfred Döblin zu besichtigen, den Nachbarn. Ob er ein Vorbild ist, das werden wir hören, meine Damen und Herren. Und ich möchte nur noch eine Bemerkung machen aus gewissermaßen halb aktuellen Anlass. Es gibt eine wichtige und mächtige Instanz, die zumal in Wochen wie diesen, wo man anfängt, über 25 Jahre Mauerfall zu resonieren, im Gespräch immer wieder auftaucht. Das ist die Zeitgeschichte. Die Zeitgeschichte ist eigentlich in den letzten Jahren aus einer Fachdisziplin der Historiker zu einer kulturellen Großmacht geworden. In Fernsehdokumentationen, Dokudramen, Talkshows und Zeitungsdebatten ist sie allgegenwärtig. Wenn zum Beispiel periodisch von den Schriftstellern dieser Generation und zumal aus der ehemaligen DDR stammenden wie Reinhard Jirgel ein Wenderoman erwartet wurde, so schwang damit immer die Erwartung mit und die Verpflichtung, es habe sich all das dort einzufinden und vorzukommen, was die Zeitgeschichte interessiert, in den von ihr gewünschten Gewichtungen, Proportionen und Formaten. Und es müsse darin so übersichtlich zugehen wie in den Doku-Fiction-Serien, die wir nun inzwischen zur Genüge kennen. In seinen Romanen, auch in seinem jüngsten, der scheinbar ein Maßroman ist, bietet Reinhard Jirgel der Zeitgeschichte und ihren Erzählmustern Paroli. Und jetzt würden wir gern hören, was Sie über Ihren Nachbarn Döblin zu sagen haben. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, lieber Müller, für die einführenden und schwunggebenden Worte. Ich danke natürlich ganz besonders für die Einladung. Das ist mir eine große Ehre, hier vor Ihnen in diesen heiligen Hallen der Universität, an die es mich vor vielen, vielen Jahren auch mal verschlagen hatte, schon zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ja, ich möchte, solange ich hier meine Sachen noch aufbaue, die Zeit nutzen und Ihnen sagen, was wir vorhaben. Wir haben relativ viel vor. Und zwar, wissen Sie, wenn ich eine Ausstellung besuche, dann mache ich das meistens so, dass ich erstmal durch alle Räume gehe und mir das angucke, um zu wissen, welchen Umfang das hat, damit ich meine Kraft einteilen kann. Und so möchte ich Ihnen also verraten, was wir machen werden. Ich werde den Vortragstext Ihnen halten zum Thema. Ich werde den Vortrag durchsetzen mit einigen, leider eben nur der Zeit halber leider, relativ kurzen Textproben oder Textauszügen aus dem Roman von Döblin, dem Hamlet-Roman. Ich lese keine eigenen Texte außer dem Vortragstext. Es wäre mir eine sehr große Anmaßung, also die mich schaudern lässt,
wenn ich mir vorstelle, dass ich dann in eine Rolle falle, die einer Kommentierung Döblins wäre oder einer, ich würde beim Nachbarn eindringen, um in ihrem Bild zu bleiben, würde ihm mal seine Hausschuhe anziehen und würde sagen, schau mal, wie gut sie mir stehen. Und das will ich eigentlich vermeiden. Und also, wie gesagt, Vortragstext, Lesetext in den Vortrag integriert. Und dann haben wir uns vorgenommen, werden wir so etwa in der Mitte des Vortrags, wenn wir beide noch ein Gespräch haben, ich weiß nicht wie lang, mal schauen. Und zum Schluss reden wir nochmal miteinander. Und dann, wenn der letzte Zuschauer gegangen ist, ist es auch zu Ende. Und das also blüht Ihnen jetzt. Ich beginne mit der Grundfrage eigentlich, warum für den heutigen Abend als des Writers Writer Alfred Döblin. Ein Autor, über den bereits vieles geschrieben und gesprochen wurde, Widersprüchliches und einander Widersprechendes auch. Dessen ungeachtet aber über all die Jahre seine Unbekanntheit bekannter ist als sein Werk. Und dazu lassen Sie mich bitte mit meinem Anfang als Schriftsteller beginnen. Weil Schreiben, wie Lothar Müller bemerkte, immer zuerst lesen heißt, ich vor Jahrzehnten mit meinem Schreiben ernst zu machen begann. Und nachdem die Kontakte zu lebenden Schriftstellern meiner Generation eigentlich nur enttäuschend verliefen, suchte ich den Kontakt zu den toten Autoren. Die Lektüre von deren Werken sollte mich beim Schreiben eigener Sachen ermutigen. Mut wofür? Wenn den eigenen, auch eigensinnigen Vorstellungen und Ideen über das Schreiben und das Vermögen der Sprache erst vage begriffen oder unzureichend formuliert, dann in theoretischen Schriften eines der aufgesuchten Autoren zu denselben Themen Bemerkungen beispielsweise über den Roman, insbesondere über den Bau des epischen Werks begegnen. Diese dann aber klar herausgestellt, durchaus polemisch formuliert und pointiert vor Augen treten, dann ist das eine glückhafte Erfahrung, etwas, das einen wirklich weiterbringt. Ja, ich gewann den Eindruck, dass unterhalb alles Zeitlichen und Historischen Sprache und Geist wie ein Rhizomengeflecht fortwuchern, um zu verschiedenen Zeiten unversehens hervorzubrechen. Das erbringt dann die Vorstellung von Kontinuität in Sprache und Geist über alle Zeiten hinweg. Hierher gehört auch Döblins später Erkenntnis aus der Schicksalsreise, es gibt keinen Tod. Alfred Döblins Bücher gehörten also zu den Mutmachern, das Beste, was einem Anfänger passieren konnte. Durchaus nicht immer erhielt sich diese gefühlte Nähe zum verehrten Autor. Es finden sich bei ihm Positionen und Überlegungen aus Erfahrungszusammenhängen, die nicht die meinen sein können. Mitunter stehen sich diese konträr gegenüber. Dann ist die verzeichnete Distanz das fördernde Element. Auch die Relativität der Erfahrungen verweist auf den fundamentalen Effekt der Aufklärung, nämlich die Verwendung des eigenen Verstands ohne Leitung eines anderen und die Kritik des zu Kritisierenden im Jetzt und Hier. Die erste große Ermutigung, die ich bei der Lektüre von Döblins Schriften zur Ästhetik und Literatur gewann, war die Überzeugung, dass Döblin mit der Arbeit an der Sprache rigoros ernst machte. Er ist und bei jedem seiner Bücher aufs Neue in seine Sprache eingestiegen, hat sich mit den Vorgängen um seine Figuren beschäftigt, hat sie befragt, beobachtet, ihnen abgelauscht, was in ihnen steckt und hat sie zu ihrem Sprechen gebracht, um daraus eine Wirklichkeit des Textes zu gestalten. Das hängt auf der gesellschaftlichen Seite natürlich von den äußeren geschichtlichen Verhältnissen ab, die sich tief ins Ich der Figuren prägen. Es sind stets diese Momente aus der lebendigen Wirklichkeit, die für den Text Urereignisse bilden und die Sprache anfluten lassen. Ich denke, Döblins Hauptgestus beim Schreiben war die permanente Zwiesprache des schreibenden Ich mit dem Text, ein innerer Monolog der besonderen Art. Wobei dieses Ich keine unveränderliche, sondern eine sehr variable, eine gleitende Größe darstellt, höchst problematisch, zuallererst natürlich für den Autor selbst. Und bei diesen Wandlungen durchdringen sich beide, Ich und Text, und jedes nimmt vom anderen bestimmende Züge an. Deshalb auch sind seine epischen Texte zu jeder Zeit auf eigentümliche, faszinierende Weise nah. Und wie frei er mit historischen Personen umgeht, zum Beispiel im Wallenstein mit Kaiser Ferdinand II., im Hamlet-Roman mit Michelangelo, im November 1918 mit Rosa Luxemburg, das ist seiner Tatsachenfantasie zufolge, der Begriff ist auch von Döblin, die Bearbeitung der Historie durch das epische Schreiben. Ein Freiheitsgrad, der verhindert, dass Historisches im Roman und der Roman als Historie mumifiziert. In seiner Schrift über deutschen Prosastil von 1922 bemerkt Döblin, Zitat, die Sorgfalt der Beobachtung, die peinliche Sachlichkeit, die Disziplin zu dem Willen aufzumerken,
führt zur Strenge in der Begriffsbildung und in der Verwendung der Worte, die Zeichen für gewonnene Unterschiede sind. Das Verantwortlichkeitsgefühl in der Verwendung von Worten stellt sich ein, nachdem man immer wieder die Gefahr erkannt hat und immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass man unklar wird, wenn man nicht die höchste Sorgfalt auf die ausdrückenden Worte legt, dass einem die Tatbestände verschwinden und verschwimmen bei verminderter Vorsicht. Gedankendifferenzierung, Differenzierung der Gegenstände und Vorgänge und Wortpräzision gehen Hand in Hand. Zitat Ende. Das Zeichenhafte der Schrift sowie die Notwendigkeit zu Differenzierungen einer größeren Genauigkeit und Sinnlichkeit im Erzählen zu widmen, das sollte bestimmend werden für meinen Umgang mit Sprache. Dann versteht sich von selbst die Ablehnung massenwirksamer Schludrigkeiten, kurzlebige Sprachmodi mit langfristig wirkenden Sprachzerstörungen. In dieser Hinsicht keine Kompromisse. Döblins theoretische Schriften waren vom Muss erpresst. Er musste damit schreibend ankämpfen gegen eine bestehende Enge, sei es die formale Verflachung in der Literatur durch den tyrannischen Konventionalismus, seien es die vom Klassizismus herüberdrängenden Verhärtungen des Stils, nach deren Maßgaben aus einer penetranten Bürgerlichkeit heraus gerichtet und verurteilt wurde. Ich möchte annehmen, dass Döblin über die vielen Jahre seines Schreiblebens diese seine Schriften, so polemisch und dogmatisch sie mitunter ausfielen, rund um seine dichterischen Arbeiten errichtete, um zum einen daraus seine eigenen Arbeitsmethoden abzuleiten, um dann bei seinen epischen Dichtungen weitergehend, durchaus abweichend zu verfahren. Man muss zuerst Grenzen ziehen, die vom Ungesonderten abteilen. Nur so sind Erkenntnisse möglich. Das Grenzenlose ist das Nichts, das Gegenstück zur Freiheit. Über Arno Holz bemerkte Döblin im Vorwort zum Phantasus, Zitat, es sieht aus, als ob Sie, nämlich Künstler wie Arno Holz, Ihre Produktion mit Grundsätzen kommandieren, die Sie unabhängig durch geistige Arbeit gewonnen haben. Zitat Ende. Das, denke ich, hätte Döblin auch über sich selbst sagen können. Etwas bei der Lektüre von Döblins theoretischen Schriften trat hinzu, etwas für mich beim ersten Eindruck Verstörendes. Hören Sie die folgenden Sätze, die ich zitieren möchte. Da die Welt von einem Ich getragen von geistiger Art ist, ist das Erkennen eine große Macht. Wir haben dies Vermögen in uns. Und so dann? Die Hegemonie des Autors ist zu brechen. Nicht weit genug kann der Fanatismus der Selbstverleugnung getrieben werden. Oder der Fanatismus der Entäußerung. Ich bin nicht ich, sondern die Straße, die Laterne, dies und dies Ereignis, weiter nichts. Ende der Zitate. In seinem Berliner Programm an Romanautoren und ihre Kritiker von 1913 schließt er mit einem Aufruf, einem leidenschaftlichen Bekenntnis, Zitat, der Naturalismus ist kein historischer Ismus, sondern das Sturzbad, das immer wieder über die Kunst hereinbricht und hereinbrechen muss. Der Psychologismus, der Erotismus muss fortgeschwemmt werden. Entselbstung, Entäußerung des Autors, Depersonation. Die Erde muss wieder dampfen, los vom Menschen. Mut zur kritischen Fantasie und zum Erkennen der unglaublichen realen Konturen. Tatsachenfantasie. Der Roman muss seine Wiedergeburt erleben als Kunstwerk und modernes Epos. Zitat Ende. Also einmal das Lob des Autoren-Ich, ein anderes Mal ist vom Fanatismus der Ich-Verleugnung die Rede. Indikation und Gegenindikation. Theorie ist auch Praxis für den jeweiligen Augenblick. Ist Aktion ohne das Ziel des Aushärtens dieser Theoreme zum System. Anders gesagt, die selbstgesetzten Grenzen sind zu überschreiten. Das heißt souveräner Umgang in eigens erstellten Gedankenterritorien. Wem ist damit gedient? Zunächst der Reinigung der Sprache vom übermächtigen Schematismus der Psychologie. Und es gelingt die Formulierung dreier Polaritäten, um die mit vom Stoff und Material abhängigen Mitteln das Schreiben sich zentriert. Naturalismus, Tatsachenfantasie, das Ich und die Gesellschaft. Alle drei enthalten als Kern einen Dualismus. Ich habe dieses Schema, ein sehr, sehr grobes Schema zugegeben, als Gegenstück zu der Biografie von Döblin gesetzt. Wenn Sie so wollen, ist dies eine Schema über seine geistige Biografie. Das ist wirklich sehr schematisch und Sie können sich das auf sich wirken lassen. Ich werde das nicht weiter kommentieren, aber Sie werden wahrscheinlich im Verlauf des Vortrages Bezugspunkte finden in dem, was ich sage und immer wieder auch die Rückbindungen sehen, was etwas Typisches war für Döblin und natürlich auch der Dualismus, der sich in allen noch in den Untergrößen, den Kategorien wiederfinden lässt. Und
Ja, also wie gesagt, Sie können auch, wenn Sie so wollen, mit einiger Einschränkung von oben nach unten gehend auch einen zeitlichen Maßstab anlegen. Also sein Ursprung, was ihn im Prinzip auf diesen Dualismus brachte, war in der Tat die Beschäftigung mit Lao Tse, was ihn dann zu seinem chinesischen Roman, wie er ihn nannte, zu den drei Sprüngen des Wang Lun gebracht hat. Diese einmal gewonnene Position lässt sich auch bis in die Kleinigkeiten hinein durch sein ganzes Schreibleben verfolgen. Wie gesagt, lassen Sie das auf sich wirken, während Sie mich dann hier auch noch reden hören werden. Ich greife aber die drei zentralen Begriffe aus, um die es gehen soll. Nämlich den, nochmal seien sie genannt, der Naturalismus, die Tatsachenfantasie, das Ich und die Gesellschaft. Zu diesen drei Kategorien, die, wie erwähnt, seit Döblins Schreibleben für ihn fundamental waren und denen lässt man sich mit Döblins Gedankenwelt ein, man auch als Kontroverse in seinem Werk immer aufs Neue begegnen wird, möchte ich nun im Folgenden ein paar Worte sagen. Im Vordergrund soll der Begriff des Naturalismus stehen, ein Begriff, der für Döblins Schreiben in besonderer Weise bis zuletzt verpflichtend war, auch dort, wo ihm beispielsweise durch Tatsachenfantasie eine Erweiterung dieses Begriffs gelang, am deutlichsten wohl in Berge, Meere und Giganten, einem grandiosen Roman. Ich gestehe, es ist eigentlich mein Lieblingsbuch von Döblin. Aber ich möchte nicht Bekanntes, allzu Bekanntes noch einmal wiederholen. Auch nicht im Irrtum verfallen und annehmen, diese drei Grundkategorien seien statisch, über alle äußeren Veränderungen und Zeiten hinweg invariant und bis heute mit denselben Inhalten verbunden. Das zu behaupten, wäre zumindest undöblinisch. Auch hierin lassen die Werke Döblins große Distanzen erkennen zwischen theoretischen Erwägungen und ausgeführten Arbeiten. Wie scharf ist er beispielsweise mit Romanschreibern ins Gericht gegangen, die aus Romanen Novellensammlungen machten. Doch bilden gerade Novellen zum Thema der Redlichkeit im politischen wie im privaten Leben nach dem Verständnis von Kierkegaard das Rückgrat seines Hamlet-Romans. Und aus gegebenem Anlass komme ich zu einer ersten kleinen Lesung aus diesem Roman. Einführend zu diesem Roman seien Döblins eigene Worte zitiert. Mein Roman aus der Zeit nach diesem Krieg, gemeint ist der Zweite Weltkrieg, aber kein deutsches Milieu, England. Ein torpedierter Rückkehrer torpediert langsam seine Familie. Er entdeckt auf seine psychoanalytische Art das Geheimnis seiner Familie und sich, zerstört und heilt sie, stellt sie auf eine neue Basis. Zitat Ende. Er, das ist der junge, schwer verwundete Kriegsrückkehrer Edward Allison. Seine Familie besteht aus dem angesehenen, reichen Schriftsteller Gordon Allison, von seinen Freunden und Bekannten genannt Lord Cranshaw, sowie aus dessen Frau Alice, Mutter von Edward und dessen Schwester Kathleen. Als erstes lese ich einen inneren Monolog von Edward, dem verwundeten Kriegsrückkehrer. Ich werde wissen, wie Familien gegründet, Kinder in die Welt gesetzt und Ruhm und Ehrbarkeit verbreitet werden. Ich las, gegen Diktatur und Grausamkeit habe man den Krieg geführt. Man hat die Sache am falschen Ende angefasst. Wovor schauert man? Sie machen Filme davon und führen den Leuten Gräuel vor. Wem will man Sand in die Augen streuen? Oder ist man wirklich so dumm, dass man nichts bemerkt? Man braucht keine Expeditionen in fremde Länder zu machen, um diesen Krieg zu führen. Man braucht nicht einmal ins Kino dafür zu gehen. Man findet alles bequem zu Hause. Da hätten wir den Grund der Kriege. Erst sollen es Sitten sein, Moden, Gepflogenheiten, gewisse Anwandlungen, die von Zeit zu Zeit die Menschheit befallen. Verneblung. Dann sollte es die Gesellschaft sein. Wer noch, was noch? Alles, nur nicht ich. Und das will Stolz sein. Warum sich nicht stolz hinstellen und gestehen, ja, das bin ich. So bin ich, von Gott dem Herrn geschaffen, der Teufel soll es holen, es ist nicht schön. Aber das gehört zu mir, ich kann es nicht ändern. Warum sagt das nicht, ich bin's, sondern zeigt mit dem Finger auf den Nebenmann oder erfindet eine Abstraktion, Sitten, die Gesellschaft, schließlich ist es Adam und ich kann ruhig mein Handwerk weitertreiben. Feiglinge, Schwächlinge, nur nichts auf sich nehmen, nur nicht für sich einstehen und sich selbst vertreten. Spaß, Vergnügen, Ruhe will das, behaglich schmausen, kommt nicht drauf an, auf wessen Kosten. Eine Sorte Insekten, Mücken, Fliegen, die in der Sonne schwirrt, da und dort nippt und es sich gut gehen lässt. Morgen ist es aus. Es ist Heuchelei, Bequemlichkeit, Faulheit, Erbärmlichkeit, tiefe Stumpfheit und Unehrlichkeit. Nichts nutzt sich dumm und schändlich von Jugend auf, bis sie sterben. Aber ist das überhaupt geboren? Aber ich will Redlichkeit, nichts als das. Ich bin hinaus in den Krieg gegangen, weil mich ihre Gesellschaft ekelte
und ich keinen Funken von Ehrlichkeit und Gewissen in ihnen fand. Nicht einen einzigen Mann, nicht eine einzige Stimme, wegen derer ich Ja zu dieser Welt sagen mochte. Der Tod hat mich nicht angenommen. Er hat mich in diese faule Höhle, die nicht einmal eine Hölle ist, zurückgescheucht. Ein Bein hat er als Vorschuss behalten, den Rest muss ich mir erst verdienen. Die Kriege? Der Grund der Kriege, was ist er? Der Abgrund der Feigheit und Verlogenheit. Also, wie steht es um mich? Es scheint, Sie haben mich auf merkwürdige Weise in die Welt gesetzt. Ich werde es wissen. Und noch einmal Döblin zu seinem Roman. Zitat: Er lag krank, war verwirrt, zerrissen. Es war Edward, der vom Kriege heimkehrend sich nicht mehr in sich zurechtfindet. Er wird ein Hamlet, der seine Umgebung befragt. Er will nicht richten, er will etwas Ernstes und Dringliches. Er will erkennen, was ihn und alle krank und schlecht gemacht hat. Insbesondere mit seinem Vater, dem Schriftsteller, will Edward den ewigen abstrakten Streit über Schuld und Verantwortlichkeit, auch die am Krieg, beenden. Und, muss ich hinzufügen, stattdessen auf Erzählabenden konkrete Fälle vorführen. Davon wird auch noch zu hören sein. In diesen Erzählabenden, in großen novellistischen Panoramen über die Zeiten und Kulturen hinweg, wird die erwähnte Grundfrage erörtert: Woher kommen die Kriege? Was setzt sie in die Welt? Wer ist verantwortlich für sie? Warum kommen die Menschen nicht zum Frieden und finden nicht zusammen? Der Hamlet-Roman war Döblins letzter. Hinsichtlich vieler seiner Reflexionen über Form und Stil, über Bewusstseinsstromtechnik, Dissoziation der Elemente und ihrer Montage, Lockerung der Fabelführung und der Mischung von Sprachstilen und Genres, wohl gelungenste Roman. Es wird daher zu reden sein über den Zustand des Naturalismus und seine zentralen Begriffe Leben, Natur, Wirklichkeit, sowie darin einwirkend die Tatsachenfantasie, sowie das Ich und die Gesellschaft unter den Bedingungen dieser Gegenwart. Ich möchte zunächst wissen, ob und inwieweit der Naturalismus in seinen historisch bedingten Inhaltswandlungen für die Arbeit eines Romanschriftstellers, also mich, auch heute bedeutsam und verbindlich sein kann, um daraufhin auch eine erweiterte Perspektive anzubieten. Fangen wir an mit dem Anfang: Naturalismus kontra Idealismus. Hierzu Auszüge zweier programmatischer Schriften aus verschiedenen Zeiten. Die erste Schrift, die ich zitieren möchte: Die Dichter, von denen man sage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon. Doch seien sie immer noch erträglicher als die, welche die Wirklichkeit verklären wollten. Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll. Und wir können wohl nichts Besseres klecksen. Unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben. Möglichkeit des Daseins, und dann ist es gut. Wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist. Das Gefühl, dass was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Der Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel. Es sind die prosaischsten Menschen unter der Sonne. Aber die Gefühlsader ist in fast allen Menschen gleich. Nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht, durch die sie brechen muss. Man muss nur Aug und Ohren dafür haben. Man muss die Menschheit lieben, um in das eigentümliche Wesen jedes einzudringen. Es darf einem keiner zu gering, keiner zu hässlich sein. Erst dann wird man sie verstehen. Das unbedeutendste Gesicht macht einen tieferen Eindruck als die bloße Empfindung des Schönen. Und man kann die Gestalten aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Äußern hinein zu kopieren. Zitat Ende. Soweit zu der ersten Schrift. Haben Sie erkannt, von wem sie ist? Sie stammt aus Georg Büchners Novelle Lenz. Dort hat Büchner dem Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz bekanntlich die eigenen Kunstmaximen in den Mund gelegt. Im Anfang der 1830er Jahre, nach den Napoleonischen Kriegen, einer Zeit der politischen Restauration innerhalb deutscher Kleinstaaterei, entringt sich Büchner sein ästhetisches Programm des Naturalismus, noch bevor dieser Begriff existiert. Ein bis dato wohl vollkommen neues Konzept. Die einzelnen Kategorien treten hervor in ihrer Ursprünglichkeit. Leben, das beinhaltet alle vegetativen Erscheinungsformen, denen gleichermaßen die Möglichkeit zum Dasein gegeben sein soll, unabhängig von Wertemaßstäben oder biologistischen Züchtungsideen. Natur ist noch das allgewaltig Andere, das Unzähmbare, Wilde, das Unvernünftige, aber auch das ewig Beständige.
In der Literatur ist sie die Metaphernlieferantin für seelische Zustände im Menschen. Symbolisch ist die Einbeziehung von Landschaften und Naturerscheinungen, die wirkungsvoll die psychologischen und moralischen Komponenten der Handlung bilden. Das wird besonders deutlich eben in der genannten Novelle Lenz von Büchner. Darüber hinaus ist Natur der Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen, so Büchners Studien über das Nervensystem der Barben. Menschliche Natur bedeutet, den Menschen als eines von vielen Bestandteilen dieser umfassenden, zu erforschenden Natur zu betrachten. Er ist somit nicht länger Gottes Ebenbild, das idealisiert im Zentrum der Schöpfung steht. Aber die Maßgaben der naturalistischen Ästhetik sind so beschaffen, dass sie zwangsläufig auch ins Politische hinübergreifen. Somit stellen sich Skeptizismus und Relativismus ein. Büchner belegt dies in einigen bedeutsamen Briefstellen, Zitat: Ich studierte die Geschichte der Revolution, gemeint ist die Französische Revolution von 1789. Ich fühle mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in einer Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit. Der Einzelne ist nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall. Ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Zitat Ende. Und Büchner schließt mit den berühmt gewordenen Worten: Was ist es, das in uns lügt, mordet, hurt, stiehlt? In dieser Frage liegt einmal die Absage an den Idealismus, insbesondere den Schillers. Zum anderen wird hier außerhalb der wissenschaftlichen Einzelgebiete die Frage nach dem Menschen in seiner Ganzheit gestellt. Diese Frage ist das Credo zum Realismus bzw. zum Naturalismus. Die Grenzen zwischen beiden sind ja bekanntlich fließend. Mit großer Vereinfachung könnte man sagen, im Mittelpunkt des Naturalismus steht der mitleidige Blick des Realisten auf das Elend des Menschen in seiner Natur. Die beiden Hauptattribute des Naturalismus heißen daher Mitleid und Empathie, insbesondere in die Niederen, die in der Gesellschaft herabgesetzten und Entrechteten. Bürgerlich-moralische und ästhetische Erwägungen gehen in eins, und sie bestimmen die Rolle des Dichters in seiner Sprache, dessen Schreiben dann zur Abrechnung, wahrlich zum Schreibprozess gerät. Die Themen sind weltliche, zumeist in der jeweiligen Gegenwart platziert. Es geht oftmals um soziale und politische Belange aus der Perspektive der Unteren. Es fehlen die paradigmatischen Heldenfiguren aus Klassik und Antike. Die werden allenfalls im aktuellen Geschehen persifliert. Die Sprache ist expressiv und auf neue Wendungen bedacht, unruhig, ernsthaft bis pathetisch. Stil und Syntax richten sich nach dem Stoff und dem Geschehen im Text. Man vermeidet die durchgängige erzählerische Glätte und die klassischen Metren. In die Sprache mischen sich auch Alltagsrede, das Argot der Gosse gleichermaßen wie Vokabeln aus Wissenschaft und Technik. Die Materialsprachen nehmen Einzug in die Prosa. Die Sprache wird gestalterisch. Und die zweite Programmatik, aus der ich zitieren möchte, besteht aus Notaten eben von Alfred Döblin. Man findet literarische Überlegungen zum Naturalismus über Döblins gesamte Schreiblebenszeit hinweg. Das zählt zu den wenigen Konstanten in seinen theoretischen Auffassungen. Man kann dies auf eine Formel bringen. Kunstwerk, das ist Natur minus technisches Vermögen des Autors. Also K gleich N minus X. Diese Formel stammt von Arno Holz, jedenfalls dem Sinn geneigt. Interessant daran ist die Bewertung des Künstlers als negative Größe innerhalb des von ihm geschaffenen Werks. Stellt man die Gleichung um, x gleich n minus k, dann ist das künstlerische Vermögen gleich Natur minus Kunstwerk, also negative Arbeit an der Natur. Gegenüber zum Beispiel der büchnerschen Maßgabe, der Künstler habe in seiner Arbeit der von Gott geschaffenen Natur lediglich ein wenig nachzuschaffen, ist das eine bedeutsame Veränderung in der Auffassung vom künstlerischen Tun. Und wie das sich bei Döblin auf den Begriff der Natur noch erweitert hat, das werden wir im Folgenden noch hören. In seiner Akademierede über Arno Holz von 1930 erklärt Döblin, Zitat: Man kann nicht zur Natur vordringen mit dieser abgelebten Sprache, mit diesem Schematismus der Lyrik. Wie sich im Sozialen neue Massen neuen Lebensraum suchten, so suchte die mit ihr verbündete Literatur neuen Gedankenraum. Und dazu gehört der neue Sprachraum. Es musste die Natur, die sich im Satz aussprach, wirklich bis ins Formale der Kunst hineindringen. Zitat Ende. Der Sprache kommt hiermit die Aufgabe eines neu gewonnenen Reproduktionsmittels zu, wobei die Frage gestellt wird, wie weit mit ihr der Durchbruch in die Natur, der soziale, politische oder physikalische gelungen ist. Und in seiner Schrift »Alles hat sich geändert« von 1932 fügt er hinzu, Zitat:
Natur ist etwas, was man nicht von außen her anpacken kann. Etwas, in dessen Ablauf wir selber stehen, in den wir eingreifen, den wir verwandeln. Und auch dieses Eingreifen und Verwandeln ist uns Natur. Zitat Ende. In dieser erweiterten Fassung des Naturbegriffs nimmt eine zentrale Stellung die Technik ein. Ihre Errungenschaften, die Rasanz ihres Fortschreitens und ihre Bemächtigung nahezu sämtlicher Lebensfelder in den westlichen Zivilisationen. Ein Zitat: Der naturalistische Impuls tritt im ersten Stoß technisch auf. Genauer, kommt technisch an die Oberfläche. Seine Geistigkeit, die von heute, ist unentwickelt, das heißt materialistisch oder wüst mystisch. Man hatte vorher seine Kraft nur gelegentlich in Kriegen entladen. Jetzt kommt es zur Technik. Das ist Dauerkrieg, permanente Eroberung der Welt, die ja grenzenlos ist. Gegenüber den vorher herrschenden passiven und rezeptiven Gefühlen treten männlich aktive hervor. Ich zeichne roh andeutend auf Umfang und Wesen des technischen Geistes. Den Niederschlag dieses Geistes, nun nicht in Kulturen, Denkmälern, Religionsformen, Dichtungen, Kunstwerken, sondern in Erfindungen, Arbeitsgebieten. Es kommt ganz und gar nicht zur Verzweiflung nach dem Schwinden der Jenseitsgläubigkeit. Es wird so: Der bestirnte Himmel über mir und die Eisenbahnschienen unter mir. Zitat Ende. In diesen einerseits naiv die Technik feiernden, andererseits der Freude am Neuformen der Sprache und des Stils mit anderen Mitteln sich hingebenden Essay von 1924 erfasste Döblin auch nach den ersten großen Malheurs der technischen Hybris, vom Untergang der Titanic bis zu den Materialschlachten im Ersten Weltkrieg, die noch immer bestehende Attraktivität dieses Kunststils. Vergleicht man damalige Positionen mit denen in der Gegenwart, so trifft man hinsichtlich des Technischen heute auf grundlegend gespaltene Auffassungen. Diese Aufgespaltenheit zur selben Zeit, mitunter in derselben Person, hat vielerlei Ursachen, die mir am deutlichsten erscheinenden seien kurz gestreift. Weil aus dem Aktivismus und dem strikten Willen zum Umsturz alles Bestehenden herkommend, verband sich das Technische insbesondere den sozialen und politischen Radikalismen der 1920er und 1930er Jahre, dem sowjetischen Kommunismus und dem italienischen und deutschen Faschismus. Denn diese beiden naturalistischen Utopien, das Begriffspaar ist auch von Döblin, kennzeichneten freilich mit verschiedenen Inhalten und Zielen dennoch den radikalen Willen zum Umstürzen alter Verhältnisse in den politischen und sozialen Lebensbereichen. Aus dieser Verbindung des Technischen mit den politisch-radikalen Bewegungen ergibt sich nach dem Zusammenbruch zunächst der faschistischen und 40 Jahre später der kommunistischen Utopie für das Technische ein hohes Maß an Diskreditierung. Zudem ließen sich die hypertrophen technischen Promissionen ebenso wenig erfüllen wie die politisch-sozialen. Hinzu kommen gravierende technische Katastrophen, zuvorderst einige große Havarien in Kernkraftwerken. Überhaupt verringern sich bei allen technisch-technologischen Neuerungen die Zeitspannen zwischen Segen und Fluch. Letztlich, so bei den IT-Novitäten, fallen Segen und Fluch schon gleichzeitig in eins. Zum einen die Möglichkeit jedes Einzelnen zur weltumspannenden Kommunikation mit jedem beliebig anderen, zugleich auf der anderen Seite die Ausspionierbarkeit jedes Einzelnen durch beliebig andere bis in die intimsten Lebensbereiche. Kein Wunder also, dass in Summe der technische Horizont gegenwärtig kaum ein ästhetisches, positives Normativ für künstlerische Arbeiten hergeben kann. Das Technische stellt derzeit selbst eine kritische Größe dar, mit der sich Künstler und Wissenschaftler aller Provenienzen ihrerseits kritisch auseinandersetzen. Und aus thematischem Anlass zum Technischen eine weitere Leseprobe, ein Leseeindruck aus dem Hamlet-Roman von Döblin. Ich lese dazu den Anfang des Buches, der thematisiert also die schwere Verwundung, die es Edward im Krieg. Der erste Abschnitt des ersten Buches ist überschrieben: Die Heimkehr. Man brachte ihn zurück. Es fiel ihm nicht zu, den asiatischen Kontinent zu betreten. 5 Tage nach dem Durchschleusen des Panamakanals, beim Morgengrauen, warfen sich 2 japanische Selbstmordflieger auf das Schiff. Der erste segelte schräg aus einer Wolkenwand herunter, glitt durch den weichen Nebel, der auf dem sanft schaukelnden Ozean lag, streifte die Schiffsbrücke, durchbohrte das Deck und riss heulend und flammenspeiend breite Löcher in die Schiffshaut. Gierige Wassermassen sprudelten herein. Man errichtete aus Matratzen und Brettern einen Damm. Er half noch beim Abdichten und beim Wegschleppen der Opfer. Dann war der zweite Flieger da. Die Menschenbombe sauste senkrecht aus der schweren Wolke herab, die wie eine trächtige Kuh oben hinzog, schmetterte durch das Deck und wühlte sich in den Maschinenraum ein.
Er wurde aufgehoben wie eine Puppe, um sich und über sich gedreht und flog in Flammen und schwarzem Rauch mit Maschinenteilen, Sprengstücken, Holzfragmenten, mit Leichen, Verwundeten und abgerissenen Gliedern. Nichts hatte Bewusstsein in dem heißen Wirbel. Der Kreuzer brannte aus. Die überlebende Mannschaft mit einer Hilfskolonne von einem Nachbarschiff rettete alles, was noch Lebenszeichen gab, auf einen anderen Kreuzer hinüber. Ihn fand man entfernt von einer Explosionsstelle auf einer dunklen Eisentreppe, die er hinuntergekollert war. Das Wasser gurgelte friedlich und einschläfernd um die Schiffe, die sich weiter östlich bewegten. Die trächtige Kuh oben schleppte sich schwerfällig fort. Sie hatte einen langen Weg hinter sich und einen noch längeren vor. Im Bauch des Kreuzers, im Operationsraum, brannten die starken elektrischen Lampen. Auf den Gängen im Vorraum stauten sich die Bahren mit den halbverbrannten Verstümmelten. Junge Wesen, die noch atmeten, aber nicht mehr das Aussehen von Menschen besaßen. Die eilige heiße Fahrt in die Luft hatte ihnen das genommen. Sein linkes Bein war nicht vorhanden. Man trug die Knochen und Fleischreste ab, entfernte Holz- und Metallstücke aus den Armen und Schultern, säuberte die klaffende Fleischwunde am Rücken. Man konnte das mit einem Minimum an Narkose. Der Schock machte ihn fast empfindungslos. Eine Bluttransfusion vor dem Eingriff, eine Transfusion während der Arbeit, dann noch die anderen Drogen, Sulfur und Penicillin, Tetanus, Antitoxin hatte er schon erhalten. Als man ihn vom Tisch nahm, war sein Puls nicht schlecht. Er atmete ruhig, flach und fühlte sich kühl an. Nach 2 Tagen flog man alle Überlebenden, die dem Risiko einer Reise noch ausgesetzt werden konnten, nach Westen, über das Meer und setzte sie an der warmen pazifischen Küste Amerikas ab. Hospitäler auf den Hügeln unter Palmen nahmen sie auf. Die Schrecken konnten hier verebben. Unten lag flach ausgebreitet eine große Stadt. Ihre Häuser kletterten die Hügel herauf. Blühende bunte Gärten umgaben prächtige Villen, Garagen und blaue Schwimmbassins. Durch die gepflegten Alleen fuhren im Strom unhörbar Autos. Es gab weite Geschäftsstraßen, durch die Autobusse und elektrische sausten. Stühle und Bänke voller Menschen auf grünen Parkplätzen. Frauen überschritten den Damm und betrachteten glänzende Schaufenster mit Kostümen, Schuhen, Hüten, Schmuck. Es war heiß. Man löffelte Eiscreme in den Drugstores und warf einen Penny in den Musikautomaten auf den Tisch, die leise summende Jazzmusik. Er reagierte auf keine Frage. Er war, wie diese Menschen auf der Straße, ein 20-jähriger Mann, vor Wochen auf Urlaub durch eine große fremde Stadt London spaziert, hatte sich an der Ecke eine Zeitung gekauft und im Gehen, die Zigarette im Mund, das Neueste vom Kriegsschauplatz zur Kenntnis genommen. Er hatte seinen Militärwagen gelenkt und vor einem Geschäft gehalten, wo er sich für sein Zivil nach dem Krieg Schlipse und Handschuhe kaufte. Er vergaß auch die Blumen für die Mutter nicht, für seine junge, elegante Mutter, stark duftende, tiefrote Nelken. Sein blassgelbes Gesicht zeigte keine Spur eines geistigen Lebens. Es war faltenlos glatt wie das eines Säuglings. Es rötete sich, wenn das Fieber stieg, seine Augen glitzerten. Kein Laut, kein Stöhnen aus dem trockenen Mund. Dann war es soweit, dass man ihn mit einer Gruppe anderer an die Ostküste transportieren konnte, in einem der endlosen Lazarettzüge nach Boston, wo sie das englische Hospitalschiff erwartete, das sie in die europäische Heimat zurücktrug. Es gab nun schon keinen Krieg in Europa mehr. Diesen Krieg hatte er von Anfang an mitgemacht, bei der Abwehr des Blitzbombardements im Signalkorps, bei der Vorbereitung der Invasion des Festlands. Er nahm teil am Kampf in der Normandie, am Vormarsch durch Frankreich und Belgien. Er wurde auf eigenen Wunsch nach dem fernen Osten abkommandiert, als man sich zum Sturm auf Japan rüstete. Nichts war auf dem Atlantischen Ozean mehr zu fürchten. Es war Sommer geworden, ein glänzender Tag folgte dem anderen. Das große Schiff, das ihn heimwärts trug, schaukelte leicht. Friedlich hob und senkte sich der mächtige schwarze Eisenkörper. Die Horizontallinie schnellte auf, senkte sich. Man wurde in die Höhe getragen, glitt in die Tiefe. Im Schiff surrten die Maschinen, man lag in Reihen nebeneinander auf dem Deck, gegen den Wind geschützt. Es war am Nachmittag eines ungewöhnlich stillen Tages, als sich von einem der Betten auf Deck ein durchdringend schriller Schrei erhob. Ein Schrei, wie ihn jemand ausstößt, der den Mord auf sich zukommen sieht. Der Schrei, der sich überschlug, ging in ein helles, langes Kreischen über. Er alarmierte das Deck. Die Kranken riefen durcheinander nach Schwestern und Pflegern. Man lief von allen Seiten herbei. Der Amputierte, Edward Allison, keuchte auf seinem Bett, blau-rot, als wenn er erstickte, zerrte an seinen Decken und hatte sich einen Teil seiner Verbände abgerissen. Er stieß mit seinem gesunden Bein wuchtig gegen das Fußbrett und schleuderte seinen Körper von rechts nach links, von links nach rechts.
im Kampf mit einem unsichtbaren Gegner, dem er sich entziehen wollte. Namenlose Angst lag auf seinem Gesicht. Seine Augäpfel waren bis zur Weiße entblößt. Seine Lippen zitterten, seine Zähne klapperten, Schweißtropfen auf der Stirne. Den Schwestern und Ärzten, die ihn festhielten, antwortete er nicht. Der Kampf setzte mit neuer Stärke ein. Er kreischte den Feind in einer unbekannten Sprache an. Das Entsetzen steigerte sich, während man mit ihm rang, gab man ihm eine Spritze. Man trug ihn rasch von Deck, mit Rücksicht auf die anderen. Die meisten hier hatten Furchtbares erfahren, viele zitterten schon. Die Krise konnte sich wie ein Lauffeuer über das ganze Schiff verbreiten. Er blieb unten still. Seine Augen bewegten sich und verfolgten alles, was um ihn vorging. Als man sich Europa näherte und er wieder auf Deck lag, zeigte man ihm zuerst die Möwen und machte ihn auf die Unruhe an Bord aufmerksam. Man fuhr an Inseln vorbei, kleine Schiffe ließen sich sehen und plötzlich nach einer Mahlzeit, die er sich ohne Sperren hatte einlöffeln lassen, fand man ihn verändert, mit großen, trübfragenden Augen. Und siehe da, er bewegte die Lippen. Eine Schwester näherte sich, er flüsterte etwas. Sie beugte sich über ihn, er flüsterte, »Was ist, wo bin ich?« »Auf dem Schiff, wir sind bald zu Hause, man sieht schon Land.« Er starrte sie an, »Welches Land?« »England, Mr. Allison.« »Wer ist Mr. Allison?« Sie berührte seine Schulter. »Sie, der hier, ja, Sie sind Mr. Edward Allison. Kommen Sie, legen Sie sich richtig.« »Wer ist Edward Allison?« »Da, sehen Sie die dunkle Linie? Wir sind angelangt. In 5 Stunden gehen wir an Land.« Und als sie freudig nach dem Arzt lief, um ihm den Umschwung im Verhalten ihres Patienten zu berichten und mit dem Arzt zurückkam, hatte der sich im Bett gestreckt und lag wieder still und starr, wieder in den Abgrund gerutscht, mit dem leeren, glatten Gesicht eines Säuglings, wie ein Naturgegenstand, ein Baumstamm, die Oberfläche eines Teichs. Auf hartnäckiges Bestreben seiner Mutter, Allison, wird der kranke Edward aus der Klinik, in die er eingeliefert wurde, vorzeitig entlassen und kehrt nun nach Hause wieder zurück. Dieses Kapitel ist auch überschrieben im Allison-Haus. Und so zog Edward Allison nach der Normandie, nach Frankreich, Belgien und Deutschland, nach dem Pazifischen Ozean, wieder in das elterliche Haus, zwar lebend, aber verstümmelt, sehr ernst, gespannt und verschlossen, als wenn er sich in eine Gefahrenzone begebe. Diese schöne Villa, Eigentum Allisons, hatte der Krieg nicht berührt, so wenig wie seinen Besitzer, Gordon Allison, war schon Anfang 1939 vor Kriegsausbruch mit allem, woran ihm lag, hier hinausgezogen. Als dann der Krieg ausbrach, pries er sich glücklich wegen seiner Voraussicht. Und nun gar während der großen Bombardements auf London und Coventry und bei der Evakuierung. Als das Auto mit der Rotkreuzfahne die Pappelallee herauffuhr, zog Alice die Fenstervorhänge blitzschnell zu, lief an die Tür, verschloss sie, drehte sich in ihrem Zimmer um, als wenn sie etwas suchte. Dann warf sie sich an ihrem Bett auf die Knie. Barmherziger Gott, Mutter Gottes, zu der ich bete, stehe mir bei. Du hast gesehen, wie ich vor dir lag, hier auf meinen Knien, das Gesicht am Boden und wie ich dich anrief und um Hilfe oder um Geduld immer wieder die langen Jahre. Ich habe nicht verstanden, was mir geschah, als auch er mir genommen wurde, mein einziger Sohn, bis ich hörte, dass er wiederkam. Und nun habe ich ihn. Er ist da und siehe, er sucht. Er kann nicht ruhen, wie ich. Man musste die Krankenschwestern wechseln. Sie hielten es mit ihm nicht aus. Eine versuchte es mit Strenge. Sie tat ihre Arbeit, las und blieb stumm. Sie befahl ihm auch zu lesen und zu schlafen, ob er keine Vorstellung davon hätte, dass andere Menschen auch ein Recht auf Ruhe hätten. Worauf er wirklich stiller wurde, aber nur, um nachher die Mutter, sobald sie sich zeigte, nicht mehr loszulassen. Man musste förmlich einen Dienst bei ihm einrichten. Die Familienmitglieder mussten täglich eine gewisse Zeit für ihn zur Verfügung stehen. Oh, es war anstrengend. Er war ein Tyrann. Aber man tat es. Wochen gingen um. Der Zustand Edwards besserte sich zu Beginn des Herbstes. Man brachte ihm Krücken. Er solle üben und sich im Haus bewegen. Schwer saß Gordon Allison, der Vater, in seiner Bibliothek in seinem geräumigen Armstuhl, den Kopf in die linke Ecke gebogen, soweit es der quellende Speck seines kurzen Halses erlaubte. Dies war sein Arbeitsraum, aus dem er sich nur zu den Mahlzeiten, zum Schlaf und zu gelegentlichen Gängen durch das Haus bewegte. Er war ein freundlicher, durch sein Fett auseinandergeratener Mann, der dafür hielt, dass Kriege im Licht der Weltgeschichte gesehen sich von Zeit zu Zeit unter Menschen ereignen, wie Grippe, Typhus, Scharlach, gegen die man ja auch kein Kraut gefunden hätte.
Man tut gut daran, Kriege hinzunehmen und zu sehen, ihren Verlauf milder zu gestalten. Mit dieser Einsicht war er in den Ersten Weltkrieg gezogen und hat ihn vorzüglich überstanden. Und so auch in den Zweiten, bei dem er sich sofort fern von Städten und Zentren in seiner Villa zurückzog. Daher war von ihm im Zusammenhang mit dem Krieg nichts zu melden. Ohne Schaden hatte er die dramatischen Schiffskatastrophen, die Frontdurchbrüche, die verschiedenen Landungen, den D-Day überlebt, an seinem Kamin, in seinem gewaltigen, auf ihn zugeschnittenen Lehnstuhl. Der Tageszeitungen, Zeitschriften und Extraausgaben, welche man mittags und abends neben ihn auf den Rauchtisch legte, wurde er spielend Herr. Das stumme Papier, die Druckerschwärze, konnte man sich vor Augen halten und sie liegen lassen, wie es einem passte. Sie waren machtlos und zum Bemitleiden unschädlich. Sie unterschieden sich in nichts von dem Radio neben seinem Lehnstuhl, das stündlich bis oben mit Nachrichten volllief, die ihn belästigen sollten und die er nicht hören wollte. Von Zeit zu Zeit zapfte er es an, um sich seiner Macht und Sicherheit zu erfreuen. Er sah es zittern, quasi bersten vom Mitteilungsdrang. Dann erbarmte er sich, tastete nach dem Knopf, machte dem Apparat eine Viertelminute Luft. Er schleuderte ein paar Worte sinnlos aus dem Zusammenhang gerissen heraus, schrie etwas, großer Moment für den Apparat. Er ließ es nicht beenden. Nein, nicht das, so weit ging das Mitleid nicht. Schon drehten seine Finger den Knopf und wie ein leichter Zigarettenrauch quoll Tanzmusik aus dem Lautsprecher. Die Nachrichten waren in die Flucht geschlagen, waren weit davon ab, auch mit dem Fernglas nicht mehr zu erkennen. Schmunzelnd legte sich Gordon Allison zurück, qualmte seine Pfeife und streichelte das gebändigte Möbel. Es ließ sich mit ihm leben. Wer oder was konnte an Gordon Allison heran? Die Kinder taten ihm jetzt nicht wohl. Man merkte es ihm bald an. Edward, der Sohn, war frisch mit zwei Beinen ausgerückt und kam nur mit einem wieder, dazu mit einer merkwürdigen Kriegsneurose, die der ärztlichen Behandlung trotzte. Und Kathleen plagte sich mit einem Magenkatarr. Beides sprach nichts her für den Krieg. Sie kamen oft zu ihm und setzten sich zu ihm. Gordon Allison hatte im Krieg jede Anleihe gezeichnet. Er schrieb Brief und schickte Pakete ins Feld. Er entwickelte eine geradezu übermenschliche Gesinnung. Man las seinen Namen unter vielen Aufrufen. Es steigerte seine Popularität. Er trat, wie er es formulierte, aus seiner Klause. Später ging der heroische Briefschreiber, als ihn diese Art Begeisterung zu sehr anstrengte, zu mehr philosophischer Ertüchtigung der Front über. Er plünderte seine Bibliothek, von Homer, Pindar bis Burke und Wellington, und legte sich ein Lexikon stoischer Redensarten zu, herzensstärker. Er stürzte sich auf alles, was zeigte, wie der Mensch über Leiden triumphiert, und streute es in seine Aufsätze, die man druckte. Gerührt las er sie dann. Es geschah nun, dass Kathleen, ganz die Tochter ihres Vaters, auf seine Lehre schwor und am Kriegsende seine Briefe und Artikel gesammelt in einem schönen Kasten heimbrachte. Der unglückselige Vater hatte ihr selbst diesen Kasten schenken müssen. Er wünschte jetzt, es möchte in seinem Haus ein streng lokalisierter Brand ausbrechen und den Kasten zerstören. Oder es möchten Diebe kommen und unter sorgfältiger Vermeidung anderer Objekte sich an diesen Kasten machen, in der Einbildung, es steckten Juwelen darin und ihn stehlen. Als der Kasten weder vom Feuer zerstört noch von den Dieben gestohlen wurde, wünschte der Vater, Kathleen möchte wenigstens den Schlüssel verlieren. Sie verlor ihn nicht. Nun kam der Sohn. Man konnte nicht behaupten, dass sich der Vater bemüht hätte, ihn ins Haus zu ziehen. Kathleen stellte fest, dass der Vater in den sauren Apfel biss, weil die Mutter ihren Edward im Hause haben wollte. Gordon Allison besuchte seinen Sprössling selten auf seinem Zimmer und niemals allein. Er wollte sich offenbar vor unbequemen Fragen schützen. Es gelang nicht. Man konnte Edward nicht ausweichen. Er war von einer berserkerhaften Hartnäckigkeit. Er bohrte und bohrte. Ihn kümmerte keine Pein seines Gegenübers. Es war seine Krankheit, aber die Sache wurde dadurch nicht besser. Mit einem unsicheren Ausdruck saß Edward, der Tyrann, irgendwo oder polterte an einen heran, dankte, wenn man sich nach seinem Befinden erkundigte. Und schon sah man an seiner gerunzelten Stirn, dass sich in ihm eine Frage sammelte. Und dann kam eine weit hergeholte Sache heraus, die keinen etwas anging, auch ihn selbst nicht, und keine Antwort machte sein Gesicht heller. Er schoss offenbar mit jeder Frage an dem Ziel vorbei, aber legte den Bogen immer wieder an. Eine rätselhafte Sphinx steckte in ihm, bewegte seine Lippen, aber ließ ihn nicht die richtigen Sätze formulieren. Langsam begannen seine Fragen, um ein dunkles Thema zu kreisen, um die Schuld am Kriege. Begreiflich, dass ein armer Kriegsverletzter daran denkt. Doch was hatte das Haus Allison damit zu tun?
Und warum wandte sich Edward deswegen gerade noch an den Vater, dessen Unschuld am Krieg auf der Hand lag? Es ging Gordon Allison, dem Phlegmatikus, schlecht. Er wurde festgehalten und in komplizierte, abstrakte Diskussionen verwickelt. Er musste solche Diskussionen führen, obwohl er Diskussionen überhaupt hasste und nun gar politische, bei denen man nicht lachen durfte. Er verwickelte sich in Widersprüche. Er litt. Er blickte sich hilfesuchend um. Es waren Kreuzverhöre, ein Prozess im eigenen Haus. Übrigens peinigte ihn schon, wie er seiner Vertrauten, der jungen Kathleen, seufzend gestand, der unverändert gequälte Ausdruck Edwards, die ganze Krankenstubenatmosphäre, die er mit sich brachte. Oh, warum hatte man ihn nicht bei Dr. King in der Klinik gelassen? Wird ein Kranker dadurch gesund, dass er Gesunde krank macht? Langsam wurde es Gordon klar, dass Edward eine These hatte. Am Krieg und an seinem Unglück waren gewisse Personen schuld. Es waren also die Personen zu ermitteln, die für die Massenschlechterei und das Unglück verantwortlich waren. Eine unsäglich kindliche Auffassung, die Gordon Allison, der ältere, besonnene, bekämpfen musste und die er, wie er sagte, aus Mangel an rednerischer Begabung nicht widerlegen konnte. Einmal, als ihn Edward, sein Sohn, wieder nicht losließ, oh, dachte Gordon, wäre mein Haus in London nicht beschädigt, ich ergriffe die Flucht und verschanzte mich in meinem Studio. Oder ich gehe zum Ohrenarzt und lasse ihn mir beide Trommelfälle durchstechen und dann höre ich nichts. Aber er wäre imstande, mir seine Fragen schriftlich vorzulegen. Da keimte in Gordon, dem Vater, dem verzweifelten Manne, eine Idee. Womit es aber diese Idee, was es damit auf sich hat, das werden wir später noch hören in einem Auszug. Jetzt, glaube ich, wollen wir mal uns unterbrechen. Tun wir das. Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Alfred Döblin gewissermaßen in die Konstellation ihrer Autorschaft gehört. Also dass die Döblin-Lektüre mit sozusagen zu den Geburtshelfern ihrer Autorschaft gehört. Und das haben Sie beschrieben auch als Abwendung. Eigentlich als Abwendung von Gegenwartsautoren zum Beispiel, als Abwendung von der sprachlichen Situation, gewissermaßen, in der sie gelebt haben, die ja nicht nur eine literarische sprachliche Situation war. Und das würde mich noch ein bisschen genauer interessieren. Also was ist gewissermaßen die sprachliche Kontrastwelt gewesen in der Zeit, als sie Döblin so entdeckt haben für sich, vor deren Hintergrund Döblin dann so zu leuchten begann? Ja, naja, Sie müssen natürlich dran denken, welche Zeit das war. Das war die Zeit der DDR. Und es war, also wenn man den Ursprung, den kann man nie genau festlegen von irgendetwas, wenn man den doch so etwas in den Zeitraum von 1974, 75 festlegen möchte, war das ja auf der einen Seite, war es eine für DDR-Verhältnisse durchaus eine Zeit der Tauwettersituation, also wo bestimmte Dinge in Maßen aufbrachen. Und zur anderen Zeit waren aber die alten Strukturen der DDR, also die Staatlichkeit, auch die vom Staat gelenkte Kultur und Literatur und auch die Angebote von Literatur natürlich, das blieb bestehen. Das war auch nach wie vor felsenfest da. Und nun gab es verschiedenste Möglichkeiten, also weil man ja vielleicht, geht das allen oder den meisten so, die anfangen zum Schreiben, die meinen, sie müssten zu irgendetwas gehören. Sie müssten zu einem Kreis Gleichgesonnener gehören oder zu Leuten, die ähnlichen Ideen verfolgen. Und da lagen ja nur die bestimmten Hintergrund- oder Untergrundszenen in der DDR und in Berlin nahe. Nun waren aber, wie ich eingangs sagte, diese Kontakte oder diese eher die Anschauungsunterrichte, die ich da bekam, für mich also sehr deprimierend und sehr desillusionierend, sodass ich also sehr schnell davon abkam, also zu irgendwem gehören zu wollen oder mich mit irgendjemandem gemein zu machen und da Kontakte zu suchen. Dann bleibt natürlich die zweite Frage, wie ich eingangs auch sagte, man hat ja, oder ich hatte ja bestimmte Vorstellungen vom Schreiben. Ich sah natürlich auch in der staatlich, wenn Sie so wollen, staatlich konzessierten Literatur, also die Dinge, die mich gestört haben. Beispiel? Naja, das waren Texte, die in einer, also was mich besonders gestört hat, waren gar nicht mal so die staatstragenden Texte. Also die waren ja im Prinzip so offensichtlich und sehr langweilig und die konnte man wegstellen. Nein, es waren so diese Sprachlösungen, die so zwischen den Zeilen schrieben, wo die Sprache unklar wurde, wo das so, man hat das mal früher dann die Sklavensprache genannt, wo also Botschaften verschlüsselt mitgeteilt wurden, die sich in eine verständnisinnige Gemeinde, die das dekodieren konnte, wandte. Und das waren für mich
wenn Sie das auf die Länge betrachten und dann auch auf das massive Angebot, das waren auf der einen Seite die begehrten Bücher, die auch sehr schwer zu bekommen waren. Auf der anderen Seite hat diese Sprache ein durchaus krankes Merkmal gehabt. Also, ja, welche Bücher waren denn das? Ach, verschonen Sie mich, Namen zu nennen. Sie wissen, wie das ist, mit Namen zu nennen. Man redet nur dann über die Namen, wo es eigentlich um Prinzip geht. Und es waren natürlich auch Autoren, die im Westen gefeiert wurden. Das kann man sich ja vorstellen. Weil die Kulturpolitik der DDR war ja so ausgerichtet, dass der Westen ihnen folgen konnte und musste. Sodass man also das Angebot der durchaus Dissidenten oder clandestinen Schreiber dann natürlich im Westen so prima und valutenbringend positionieren konnte. Und es hat ja auch funktioniert eine ganze Weile. Und so sind natürlich mit dieser Rückwirkung, mit dem Rückenwind des Westens, sind natürlich diese Leute dann auch berühmter noch geworden. Und sodass also deren Literatur, ich nehme ausdrücklich, damit da kein Missverständnis auskommt, um es positiv zu formulieren, nehme ich Autoren wie Heiner Müller aus. Und Thomas Brasch. Das sind beide, die ich da nicht hineinsetzen möchte in diese. Bei anderen, die wir jetzt endlos lange deklinieren könnten, müsste man da anders vorgehen, glaube ich. Aber wie gesagt, also diese angebotene Sprache, die man ja, hat man dann ein Gefühl dafür, nicht ohne Grund angeboten hat, die war für mich nicht attraktiv. Und dann liegt natürlich nahe, sich auf die gewesene deutsche Literatur zu beziehen. Und da sind natürlich dann Autoren, nicht nur Dublin allein, war keineswegs. Aber es war einer derjenigen, denen ich halt, und das wiederum durch Zufall vielleicht, eben zuerst begegnet bin. Also es gehören auch Antipoden dazu, wie Gottfried Benn, unbedingt. Das ist ein sehr wichtiger Autor für mich gewesen. Also das habe ich natürlich auch dann auch bei der späteren Lektüre gesehen, dass die Feindschaften, die bestanden und die Konkurrenzen natürlich dann nicht meine sind. Das war das, was ich eingangs meinte, mit den anderen Erfahrungszusammenhängen, die nicht die meinen sind. Also für mich waren immer gegensätzliche Autoren. Auf der einen Seite Dublin, auf der anderen Seite Gottfried Benn, auf der einen Seite, sagen wir Musil, auf der anderen Seite Ernst Jünger und so. Und solche Leute waren durchaus maßgebend und haben mich gerade durch diesen Gegensatz natürlich, finde ich, zumindest viel mehr begeistert und weitergebracht, obwohl deren Bücher natürlich nicht immer offiziell zu kriegen waren. Das ist auch so eine DDR-Spezialität, aber das ist ja, weiß man ja lang und breit genug, natürlich dann doch wesentlich weitergebracht haben als die anderen. Also nochmal von dem Begriff der Nachbarschaft auszugehen und nach dem Angrenzen und Angrenzenden zu fragen. Und es ist ja ein Moment von Wahl dabei, in dem, was Sie skizzieren. Also die Wahl von Autoren, aber auch doch der Ausschluss anderer Autoren. Also an wessen Werk man gewissermaßen partout nicht angrenzen will. Ja. Und Sie haben jetzt sozusagen Antipoden genannt, die sich gegenüberstehen. Gibt es denn für Sie sowas wie eine innere Feindschaft zu Autoren? Also wo Sie sagen, das ist gewissermaßen für mich Feindesland. Man kann ja auch an Feindesland grenzen. Ja, ja. Also, und ein Feind ist was wert. Also ein guter Feind ist manchmal wahrscheinlich noch wertvoller mitunter als ein Freund. Weil der Feind zeigt einem ja auch, wer man ist. Und könnten Sie uns einen solchen Feind nennen? Also vielleicht einen Toten, damit das Namensproblem ja, ist, kann oder? Ich machen. Und da werden jetzt einige fürchterlich in Wut geraten. Thomas Mann. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, also, nee, nicht? Dass ein bekennender Döblin-Leser Schwierigkeiten mit Thomas Mann hat. Aber wie gesagt, hier kann ich aber dran anknüpfen, weil in der Konstellation Thomas Mann-Döblin schwingt ja was mit, was man den Kontrast nennen könnte. Die eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Aber bestimmte äußere Ereignisse, eigentlich von Döblin, muss man mal zugestehen, eher angestiftet, einen großen Dissens erzeugt haben. Wo liegt die Nachbarschaft bei denen? Die Nachbarschaft waren die Auswahl der Wesenstypen, glaube ich. Das war, obwohl das Döblin gerne ablehnt, trotzdem die Psychologie der Figuren, die in einer Art von Randständigkeit und Ausgeschlossenheit sich durch das Leben gekünstert haben. Zum Beispiel also der Musiker in Dr. Faustus, Leverkühn oder eben auch Tonio Kröger und diese Leute. Also das waren das waren halt Leute, die Tod in Venedig. Und das sind eigentlich Konstellationen, sprachlich natürlich vollkommen anders gelöst, das ist klar. Aber das wäre noch kein Grund für Feindschaft. Aber es war ganz schlicht und wie das halt immer so geht, das sind ja auch nur Menschen. Es war auf der einen Seite der Erfolg, der enorme Erfolg von Thomas Mann und dann eigentlich der eher, sagen wir doch dann eher Nicht-Erfolg von Döblin, zeitlebens dann. Und das hat zu Kuriosen, wenn man das liest, kuriosen Hickhack geführt. Also da kann man eigentlich nur die Haare sträuben drüber. Wenn man sich halt mal eingeschossen hat auf
jemanden, dann ist das halt so, denke ich. Das ist natürlich auch bedauerlich, weil eigentlich in der gegenseitigen Ergänzung eigentlich viel mehr zu gewinnen gewesen wäre. Waren ja eben Zeitgenossen, die hätten durchaus zusammenleben können. Und fairerweise muss man auch mal sagen, dass Thomas Mann auch im Exil sich dann für Döblin doch einige Male verwendet und eingesetzt hat, um ihm zu helfen. Also das, ja, das sind jetzt aber biografische Argumente. Ich meinte ästhetische. Sprachlich. Ja. Also das heißt, Thomas Mann ist ja nun in anderer Weise Sprachvirtuose. Er ist auch aus ganz anderen Weg gekommen, nicht? Ja. Also Döblin kam, muss man sagen, vom Futurismus und vom Expressionismus und Thomas Mann eben entschiedenermaßen nicht. Und es gibt noch einen Unterschied. Sie haben, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Verhältnis, die beiden, zum Begriff Stil. Ja. Also Thomas Mann ist ja auch deshalb häufig parodiert worden, weil es sozusagen Seiten an ihm gibt, die das gewissermaßen freiwillig herausfordern. Also in diesem Erzählergestus. Ja. Dazu gibt es bei Döblin keine direkte Entsprechung, oder? Nein, nein, glaube ich auch. Weil, also allein schon an den Definitionen, die Döblin über Stil, man könnte eigentlich präzisieren, müsste man Schreibweise, müsste man eigentlich sagen, sieht man schon die großen, mächtigen Unterschiede im Begreifen dessen, was Sprache und was ausgeführte Sprache in einem Roman bedeutet. Also man könnte jetzt einigermaßen polemisch sagen, also Thomas Mann ist eigentlich, was den Stil betrifft, ein Vollender des 19. Jahrhunderts in der deutschen Literatur, während Döblin eigentlich eindeutig ins 20. Jahrhundert gehört. Das ist eben die Herkunft, das Durchmachen von bestimmten stilistischen Experimenten und Erfahrungen, die aus Expressionismus eben kommen, während, glaube ich, der Thomas Mann mit bestimmt wenigen Ausnahmen nur eigentlich so die erzählerische Glätte gesucht hat in seinen Romanen und in seiner Prosaarbeit, die etwas von diesem 19. Jahrhundert in sich trägt, also von der erzählerischen Position auch, glaube ich. Da ließe sich jetzt lange drüber resümieren. Man müsste Beispiele herbeiziehen, wo man das durchaus vergleichen könnte, denke ich mal. Zumal, also im Konstanten war wohl der Thomas Mann eher sich selbst treu als der Döblin, der ja eigentlich die Untreue suchte. Und wie das Motto eben heißt, eben auch die Unruhe. Und die verbreitete sich auch bis in seine Schreibweise hinein. Das war aber für mich genau das Faszinierende. Also die Sprache nicht von sich und nicht von einer, und sei es vom Genre her oder vom Metier, abhängigen Erwartungshaltung zu formulieren und auszuführen, sondern vom Gegenstand des Materials und des Stoffes selbst. Das war eigentlich die erste große Einsicht, die ich bei Döblins Lesen für mich gemacht habe. Also wie Sprache sozusagen sich der Dinge annehmen kann, um sie in ihre nicht sinnliche Art zu übertragen und daraus wiederum eine sinnliche Wirkung zu entfalten im Text. Wir sollten jetzt vielleicht zu Ihrem zweiten Punkt kommen, den Sie angekündigt haben, das Ich und die Gesellschaft. Das ist ja auch die Frage nach der Politik. Ja. Da wird es aktuell. Ja, wie gesagt, also der zweite Punkt, den ich eingangs erwähnte, zu dem ich etwas sagen möchte, ist eben, wie genannt, Ich und Gesellschaft, der politisch engagierte Schriftsteller.